Hallo liebe Freunde da draußen und herzlich willkommen zurück bei Battlefield 1. Wir sind hier immer noch mit der Sarah unterwegs und versuchen den letzten Kommandanten umzunieten, damit wir die letzte Brieftaube abschicken können. Was ist hier drin? Was zum Teufel bist du? Das scheint so eine Art Panzerfaust zu sein, ich weiß es nicht. Stolperdrahtbombe. Oh, ein Schalldämpfergewehr. Yeah. Ein schallgedämpftes Gewehr. Der Traum meiner schlaflosen Nächte. Können wir hier irgendwie hoch und jemanden schon mal ausschalten? Da könnte das klappen. Wir haben hier eine etwas erhöhte Position. Ah, scheiße. Das sind vier auf einmal. Scheiße. Muss natürlich einer mit. Ach Mann! Das war natürlich schlecht. Flammenwerfer-Typen. Ah, ich schieße daneben. Aber da nicht. Die wissen nicht wirklich, wo wir sind. Die wissen nicht wirklich, wo wir sind. Nee, so treffe ich hier nichts. Runter mit uns. Und von einer anderen Position aus wagen. Sie haben keine Alarmanlage. Das ist gerade eben unser Vorteil. Und irgendwo ist dieser Kommandeur. Da können wir das nochmal versuchen. Zum Glück haben all diese Häuser Dächer, wo man hochklettern kann. Der wusste, wo wir sind. Eieiei. Eine Granate für dich. Komischer Kerl. Ist doch nicht wahr, dass er das übersteht, ey. Wo ist der? Der ist da versteckt. Wow! Ach Gott! Scheiße, 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 scheiße! Okay, ich wusste nicht, dass das einstürzt. Ich wusste nicht, dass das einstürzt. Die denken jetzt, ich bin tot. Wie mir scheint. Noch so einer. Noch so einer. Der ist aber auch erledigt. Naja, rennt ihr nur mal rum. Mann. Erwischt. Noch vier Schuss. Wo ist der Kommandant? Was ich für einen deutschen Soldaten immer gehalten habe, ist in Wahrheit eigentlich ein Kommandant. Die mit den dunklen Rüstungen oder dunklen Uniformen, besser gesagt Rüstungen. Ja, ja, von wegen Rüstung. Ach.
Der bemerkt, dass wohl irgendjemand auf dem Dach ist. Tja. Geschafft. Wo ist der letzte? Ich bin mir sicher, dass da noch einer war. Aber wir machen das jetzt einfach mit unserem Auftrag und Gutes. Deswegen sind wir ja da. Wow. Boah, der Penner. Das darf nicht wahr sein. Verdammt. Wurde längst geschickt. Aber nicht die Nachricht, die du dir gewünscht hättest. Lawrence war so ein guter Gastgeber. Was für ein Jammer, dass ich fliehen musste. Natürlich nicht, ohne mir die Position von Lawrence Lager zu notieren. Das heißt, der Zug kennt sie auch. Zweimal hast du dem Zug gesagt, alles wäre in Ordnung. Aber von mir weiß er, wo er angreifen muss. Die Bestie hat die Witterung aufgenommen, meine Liebe. Und sie wird dich und deine Rebellenfreunde vernichten. Erst durch den Feuersturm der Kanone. Dann mit den Truppen, die alle Überlebenden ausradieren werden. Die Legende von Lawrence von Arabien stirbt heute Nacht. Nichts da, du Schwein. Hast uns unterschätzt. Lawrence. Oh Gott, sie greift natürlich schon an, diese Bestie. Der Zug. Nein, ich fasse es nicht. Ja, wir haben es gerade noch geschafft. Tilkici war ein Narr zu denken, wir würden nach seiner Flucht bleiben. Der Kanawa wird nicht aufhören, uns zu jagen. Gut, lass mich nachdenken. Der Zug ist lange unterwegs. Er muss also irgendwo Wasser aufnehmen und dort schlagen wir zu. Also gut. Ich erledige die Wachen und deponiere dann Sprengsätze an den Gleisen. Ja, ich sammle unsere Kämpfer. Wenn ich die Gleise sprenge, setzt der Zug in der Falle. Sobald ihr die Explosion hört, greift mit allem an, was ihr habt. Das ist gut. Aber es könnte durchaus sein, dass die Männer nicht kommen. Es wäre möglich, dass du auf dich gestellt bist, nachdem du die Sprengsätze gezündet hast. Ach du Scheiße. Das weiß ich wohl erst, wenn es soweit ist, was? Jasno! Warum sind wir eigentlich nicht schon vorher auf die Idee gekommen, einfach die Gleise zu sprengen? Es ist so naheliegend. Der Mensch schmiedet Pläne und Gott lacht. Wie sich herausstellte, windete es in dem kleinen Ort, in dem wir den Zug überfallen wollten, von feindlichen Truppen. Wir mussten also zunächst diese Soldaten ausschalten, ehe wir unsere Sprengsätze deponieren konnten. Erstmal schauen wir uns um. Okay, was finden wir denn alles Schönes hier? Als allererstes muss der hier weg. Das sind ja noch, das sind mehrere von denen, oder? Ja, shit! Eine ganze Truppe da unten. Da ist auch einer. Da ist einer. Ja, man könnte wirklich sagen, dass es hier vor Truppen nur so wimmelt.
Die kommen hier herüber, rüber, rüber. Das finde ich gar nicht so gut. Deswegen gehen wir da hoch. Das macht mir Mut. Halt, warte mal, da kann man auch hoch. Ja, wenn ich ganz hoch kann, dann gehe ich ganz hoch. Da sind zwei. Da ist der vermaledeite Kanonenwagen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Kanonenwagen. Boah, ist ja gar nicht mal wenig los hier. Ach du Scheibenkleister. Das ist deutlich mehr, als ich bestellt habe. Okay, die haben wir ausgeschaltet. Das hilft ein bisschen. Der ging daneben. Einen Schuss haben wir noch. Und der ist erledigt. Immerhin haben wir ein paar ausschalten können. Darum geht's ja, die Anzahl der Ziele reduzieren. Ich meine, dass sie da jetzt früher oder später Aufmerksamkeit auf uns gelenkt hätten, das war mir irgendwie total klar. Oh, was ist denn das Schönes? Okay, auf ein neues. Das Spiel geht weiter. Wir haben ein Level-Up erhalten. Standen wir gepanzerten Einheiten gegenüber, schlugen wir die Osmanen nicht selten mit ihren eigenen Waffen. Panzerabwehrgranaten, Feldgeschütze, alles, was wir kriegen konnten. Okay, den haben wir. Den haben wir auch. Auch erledigt. Na, daneben. Erwischt. Okay, die wissen, wo wir sind. Okay. Ich muss hier runter. Und zwar schnell. Au, 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 au. Fuck! Ach nee! Sarah Gufran heißen wir. Und sind 36, okay. Verdammt, 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 verdammt. Der Mensch schmiedet Pläne und Gott lacht. Okay, wir sind wieder hier. Wie sich herausstellte, bindete es in dem kleinen Ort, in dem wir den Zug überfallen wollten, von feindlichen Truppen. Wir mussten also zunächst diese Soldaten ausschalten, ehe wir unsere Sprengsätze deponieren konnten. Das sind ja zum Glück gar nicht wenige. So, und erstmal schalten wir dich aus. So, wir können das eventuell vielleicht sogar von hier machen. Nee, können wir nicht. Einfach zu wenig Sichtweite. Ich weiß, dass wir jetzt da unten nochmal ein bisschen Ersatzmunition haben. Wir kommen einfach nochmal neu runter, wenn wir hier fertig sind. Und sollten jetzt halt einfach nicht entdeckt werden. Was haltet ihr davon? Ich halte es für eine gute Idee. Einfach nicht entdeckt werden. Sind sehr weit weg. So, wenn die beiden sich hier trennen. Entschuldigung, bin gerade ans Mikro rangekommen. Dann kümmern wir uns um den einen und dann um den anderen. Der geht jetzt gerade weg.
Okay, erwischt. Okay, da ist noch der eine mit seinem komischen Flammenwerfer. Okay, den haben wir auch noch erwischt. Was machen wir mit dem Flammenwerfer, Heini? Der kommt jetzt halt auch her. So, Waffe getauscht. Was haben wir da? Wisst ihr was? Davon haben wir eigentlich noch. Scheiße! Boah, warum haben die mich jetzt da gesehen? Das ist doch nicht euer Ernst. Ihr schießt wirklich mit Artillerie auf mich. Oh, fuck. Boah, fuck, ey. Okay, ich sehe schon, also wir dürfen uns hier echt nicht erwischen lassen. Das geht gar nicht. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Scheibenkleister. Der Mensch schmiedet Pläne und Gott lacht. Wie sich herausstellte, wimmelte es in dem kleinen Ort, in dem wir den Zug befreien wollten, von feindlichen Truppen. Wir mussten also zunächst diese Soldaten ausschalten, ehe wir unsere Sprengsätze deponieren konnten. Wo laufen diese Soldaten jetzt rum? Da ist immer noch der eine da, der dieser Gepanzerte ist. So, ihr seid ja diese normalen Soldaten. Ich sollte das vielleicht einfach ganz anders versuchen anzugehen, oder? In einer anderen Richtung. Das mit dem Scharfschützengewehr funktioniert einfach nicht so geil. Könnte sein, dass das hier jetzt einfach besser funktioniert. Diese Dreiertruppe ist halt echt ein Problem, vor allem weil da halt einfach dieser gepanzerte Typ dabei ist. Da ist doch einer, oder? Yep, da war einer. Der macht auch nichts mehr. Die sind noch zu zweit. Wir haben noch 3 Schuss. Wir wissen, wo wir noch mehr Munition herbekommen. Okay. Wenn der da drüben ein bisschen weiter weg ist, sodass die das nicht mehr sehen können. Warte mal, geht der rein? Ne, der dreht sich um. Dann ist der da drüben fällig. Da zum Beispiel. Sehe ich da auch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich gehe mal hier aufs Dach drauf. Sind diese Granaten, diese Artillerie, diese Fahrzeuge, die sie dann gegen mich verwenden, glaube ich. Das sind die Fahrzeuge, die sie dann gegen mich verwenden. Standen wir gepanzerten Einheiten gegenüber, schlugen wir die Osmanen nicht selten mit ihren eigenen Waffen. Panzerabwehrgranaten, Feldgeschütze, alles, was wir kriegen konnten. So, was ist das? Dynamit. Am liebsten würde ich das Ding hier kaputt machen, aber
Das macht wahrscheinlich zu viel Lärm. Die schleichen da rum. Da unten ist irgendjemand. Da! Den kenne ich noch gar nicht. So, die Waffe ist leer. Die haben das gesehen, aber die wissen hoffentlich nicht, wo ich bin. Die wissen nicht, wo ich bin. Die wissen jetzt nur, dass da jemand ist. Zwei. Da sind auch zwei. Den könnte ich mir jetzt holen. Oh fuck. Nee, kann ich nicht. Da ist auch einer. Das sind sogar drei. Boah, okay, ich bin hier momentan gerade eben ein bisschen gefangen. Boah, die schleichen aber echt fies rum. Hey, Moment, da ist ja was. Da ist wahrscheinlich wieder so ein Feldhandbuch. Ein S55F. Der schlecht ist da. Der andere kommt jetzt hier entgegen. Oh Gott, oh Gott. Den kannte ich ja noch gar nicht. Warte mal, den könnte ich jetzt kriegen. Den muss ich jetzt kriegen, der kommt hier vorbei. Fuck, der ist auf der falschen Seite, oder? Nee, der ist hier. Wir mussten zuerst die Truppen im Ort ausschalten, bevor wir den Zug vernichten konnten. Macht schon Sinn. Oh oh. Und der nächste. Okay. Es funktioniert noch. Sich nur nicht sehen lassen. Dann ist alles gut. Man darf sich nur nicht sehen lassen. Da kommt wieder einer. Die haben wir alle ausgeschaltet. Tja, zu spät, mein Freund. So, jetzt komm mal da hoch. Der ist direkt unter uns. Der glaubt, was zu hören. Okay, wir haben einen Bug entdeckt. Der macht die Tür zu und geht dann durch. Ist das komisch. Ist das schräg. So. Haben wir es jetzt gleich. Der da drüben hat, glaube ich, wieder eine Leiche entdeckt oder sowas in der Art.
Den kriegen wir doch auch noch. Jawohl. Es gibt eigentlich nicht mehr allzu viele von denen. Es gibt noch die Wagen, die Geschütze und diese hässlichen gepanzerten Flammenwerfertypen. Für mich steht einfach nur die Frage, muss ich die jetzt hier ausschalten? Ich versuch's. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Möchte ich jetzt mal behaupten. Wir haben noch ein paar Granaten. Da schleicht noch einer rum. Dann holen wir uns den anderen Wagen hier. Auch erledigt. Ah, und da läuft jetzt der Typ mit dem Flammenwerfer hin. Kriege ich doch jetzt hoffentlich, oder? Da ist noch mal irgendwas, was ich kaputt machen muss, oder? Wir mussten zuerst die Truppen im Ort ausschalten, bevor wir den Zug vernichten konnten. Du wiederholst dich. Okay, jetzt muss ich das hier wohl nehmen. Kann ich den Kollegen hier hochjagen? Jawohl. Und den letzten Wagen. Der da drüben auch noch ist. Was ist das da oben? Ich glaube, das ist nur ein MG-Geschütz, oder? Nachdem Sarah den Ort gesichert hatte, konnten wir die Falle für den nahenden Zug vorbereiten. Gut. Das ist die letzte Dynamitstange. Sehr gut. Wow. Was? Ach, scheiße. Es hat nicht gereicht. Fuck, 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 fuck. Es hat nicht gereicht. Ich brauche einen Gaul. Was? Scheiße. Okay, ich muss irgendwie diesen Panzerzug zerstören und ich weiß gerade nicht wie. Ich glaube, ich habe auch nicht dafür die richtige Bewaffnung. Oh! Ich habe echt gedacht, ich muss noch hinlaufen, nochmal jetzt hier irgendwie Sprengladungen platzieren oder so ein Quatsch. Au, 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 au. Warte mal, kann ich das hier bedienen? Komm, auf den Zug. Ja, das geht. Fuck! Okay, liebe Leute, das müssen wir beim nächsten Mal versuchen. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.